Es wird Zeit, die dunklen Ätherrisse freizuschalten. Dafür brauchen wir 4 Items und können dann einmalig das Portal öffnen. Und sobald es einmal geöffnet ist, kann man für immer rein, also immer wieder reingehen sozusagen, ohne wieder diese 4 seltenen Items finden zu müssen. Das erste Item haben wir bereits im letzten Video gefunden. Dazu haben wir den Boss besiegt in Akt 4. Einmal das Video oben gerne im Link. Ich verlinke es auch nochmal unten in der Beschreibung, wer das sehen möchte, wie man den Solo besiegen kann. Und ja, jetzt geht's an die anderen 3 Items. Für das zweite Item suchen wir uns ein Aethernest, am besten in Zone 1, und schießen einmal mit der Hirnfäule auf eine Zystel. Man sieht, wie sich die Zystel so ein bisschen grünlich verfärbt. Wenn sich jetzt das Ganze komplett verfärbt habt, seht ihr, dass ein Zeichen kommt, öffne die Giftzyste, da einmal gedrückt halten und schon sind wir ready und können uns die Pillendose nehmen. Um jetzt aus den lila Pillen goldene zu machen, müssen wir einmal so einen Riss finden und in diesen Riss steigen. Und dann auf diese grünen Riss hier zufliegen. Dadurch kriegen wir sozusagen eine neue Mission, die extra dafür gemacht ist, um die Pillen Gold werden zu lassen. So, das ist unser spezieller Auftrag. Ein Mimika-Kill. Na, dann wollen wir mal. Mal gucken, was der so drauf hat. So, here we go. Er hält ein bisschen mehr aus als normale, aber naja, auch der ist relativ schnell down. Und wir kriegen jetzt die goldene Pillendose. Für das dritte Item müssen wir so einen blauen Orb abschießen, aber ganz wichtig, hier vorher die tote Leitung drauf machen. Und dann einmal auf diesen Orb schießen. Man sieht, wie dieser Orb sich gold verfärbt. Und dann den Orb finishen. So, und der Orb hinterlässt jetzt das dritte Item. Hier die Kamera. Auch die Kamera ist lila. Das heißt, hier müssen wir wieder einen Riss suchen. Und dann mit dem Riss die Kamera Gold in Gold verwandeln. Hier ist wieder der Riss. Einmal in den Riss, in die Luft fliegen und dann wichtig wieder nach einem Blitz Ausschau halten, der hier in dem Fall ist Gold. Dann einmal in den goldenen Blitz reinfliegen. Und wir bekommen einen neuen Auftrag. Es ist wieder ein Kill-Auftrag hier unter uns. Rücke zu meiner Markierung vor. Einmal Auftrag annehmen und das ist jetzt in Stufe 2 Auftrag. Ich bin gespannt, wo der landet. Okay, direkt hinter uns. Oha, keine Ahnung, was passiert ist. Also das Großteil ist gerade gestorben. Allerdings habe ich es nicht abgeschossen. Ich sehe jetzt auch keinen anderen Spieler in der Nähe. Frag mich nicht, was da passiert ist, ob der gestolpert ist und gestorben ist. Auf jeden Fall ist er tot und ich darf jetzt die Belohnung für free abholen. Und jetzt sehen wir, hier ist die goldene Kamera. Also einfach das, den Auftrag erledigen. Und dann haben wir das dritte Item, die goldene Kamera. Für das vierte Item brauchen wir einen Hund. Dann gehen wir zur Hundehütte und geben dem Hund wieder ein Stück Fleisch. Aber wichtig, wir geben nicht nur ein Stück Fleisch, sondern auch einen Molotow-Cocktail. Also Fleisch und Molly. Der Hund ist stinksauer, dass er so ein saures Stück Fleisch bekommen hat. Und lässt das vierte Item fallen. Nämlich das Hundehalsband. Auch hier finden wir jetzt den Riss, fliegen einmal nach oben und suchen dann nach dem nächsten Blitz. Das ist hier der rote Blitz. Einmal da rein, Auftrag suchen und möglichst nicht sterben. Denn das ist der schwierigste Auftrag von allen Vieren. Wir sehen, das Ganze landet jetzt in der roten Zone. Wir haben jetzt hier einen Kill-Auftrag. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir killen müssen. Aber ja, rote Zone, deswegen sollte man schon gut ausgerüstet sein, wenn man hier runter geht. Na, dann wollen wir mal. Also, 200 Meter, das ist an der Brücke hinten. Das ist leider kein Turm. Ich sehe hier vorne einen Turm, der ist zu weit weg. Also, dann müssen wir so ran. Ich habe sicherheitshalber hier noch einen Schraubenschlüssel dabei. Den haben wir jetzt schon die ganze Zeit dabei, also solange wir gerade die Dinger holen. Und ich überlege, ob ich jetzt diese Runde einlöse, weil ich glaube, jetzt können wir den wirklich gebrauchen.
So, wir lösen es ein. Also brauchen das definitiv. Es ist ein Mängler. Und ja gut, Gott sei Dank, sage ich mal, nur ein Mängler. Aber ich glaube, der Mängler wird nicht allein sein. Abgesehen von diesen wilden Zombies. Shit. One eternity later. Junge, stirb doch. Okay, er geht down. Und wir haben das goldene Hundehalsband. Ich bin froh, dass ich es hab und jetzt nicht direkt hier, weil das ist wirklich irgendwie maximal unangenehm. Einfach raus. So, wir sind raus und das Hundehalsband am Start. Ich muss echt sagen, das war die ekligste von allen. Also das ekligste Item. Super wichtig, man muss nicht alles eine Runde machen, sondern man kann sich die Items dann gemütlich zu Hause in die Basis legen und dann wieder erneut reingehen, bis man alles beisammen hat und dann die entscheidende Runde machen. Jetzt müssen wir nämlich diese vier Items abgeben und das Portal öffnen. Es ist einmal geöffnet, kann man immer wieder reingehen. Wichtig ist halt, dass man jetzt einmal schafft, mit den Items in der Runde dieses Ding zu öffnen und vor allem die Items nicht zu verlieren. Also vor allem, das Spiel darf jetzt nicht abstürzen. Das hier ist jetzt unser Zielort, also der Tornado da hinten, nicht das Portal. Auf der Karte ist das hier gekennzeichnet mit diesem Alpha-Symbol, dunkler Aetheris. Und da müssen wir jetzt die Sachen abgeben. Ich habe jetzt ein paar Sachen gesammelt. Erstmal zweimal Wiederbelebung und ein paar Platten. Und natürlich die vier goldenen Items, die wir brauchen. Und jetzt legen wir diese Items auf die Podeste. Also erstmal ein bisschen nach vorne laufen. Jetzt sind wir hier schon die vier Podeste. Ich würde, bevor ich die Sachen da drauf lege, erstmal ein bisschen die Gegend säubern, weil ich muss selber überlegen, wo wir jetzt welches Item reinkommt. Und zwar eigentlich genau so mit der Reihenfolge, in der wir es auch gesammelt haben. Boah, jetzt wird der Nebel hier ein bisschen stärker. So, hier haben wir Feuer. Feuer ist der Hund, da haben wir den Molotow-Cocktail abgegeben, deswegen hier einmal das Hundekollier reinlegen. Dann haben wir hier den Blitz. Das ist die tote Leitung. Da haben wir diese blaue Kugel abgeschossen, die Kamera bekommen. Das müsste passen. Dann haben wir hier das Gift. Gift war dieses, ihr wisst schon, die Zyste. Da haben wir die Pillendose bekommen. Und das letzte ist Eis. Und Eis, warum auch immer, gehört zum dunklen, zum Wurm. Und ich hoffe, das ist richtig. Es sieht so gut aus. Yo, sieht gut aus. So, jetzt nur noch eine Kleinigkeit. Und zwar müssen wir jetzt noch ein, zwei Viecher besiegen. Also erstmal ist das Portal da. Wir können jetzt das Portal betreten. Aber erst, nachdem wir noch eine Kleinigkeit erledigt haben. Ja, moin. Ich habe mir einen Juggernaut noch geholt. Einen Juggernaut für Notfall. Mal gucken, wie wir ihn down kriegen. Ohne Juggernaut. Okay, renn doch, Bruder. Bruder. Und er rennt nicht. Okay, okay, wir machen Okay. Hat mich überrascht. Hat mich wirklich komplett weggehauen. Ich versuche jetzt erstmal einen Ablenkungsgranat zu werfen nach dem Wiederbeleben. Wir haben drei Wiederbelebungen. Und dann gucken wir mal, wie viel Damage der Juggernaut macht. Also, Wiederbelebung. Ablenkungsgranate geht raus. So, dann wollen wir mal. Let's go. Ja, der leidet gut. Aber er hat trotzdem gut HP. Kann man nichts sagen. Oh, das ist gerade mal bei 50%. Aber ich denke, ein Juggernaut reicht, wenn man den Schädel trifft. Ja, der ist down. Okay. Ging ganz gut. Also ein Juggernaut hatte gereicht. Wir haben sogar noch ein bisschen Energie übrig. Jetzt gucken wir mal, was er fallen gelassen hat. Er hat das einen Kristall fallen gelassen. Das ist schon mal ganz cool. Und jetzt brauchen wir noch die Eintrittskarte für das Portal. Und das sehen wir einmal hier, wenn wir jetzt die Belohnung öffnen. Jetzt haben wir hier das Siegel. Und ab jetzt können wir jedes Mal mit diesem Siegel in das Portal reingehen. Also diese ganzen schönen Aufgaben müssen wir sozusagen nicht noch einmal machen. Das ist jetzt komplett erledigt. Hier am Fuß können wir einmal das Siegel ausgeben, was wir jetzt bekommen haben. Die Siegel finden wir jetzt immer wieder. Wir müssen die Zone 3, also die rote Zone, durchforsten, Aufträge abschließen und dann kriegen wir diese Siegel zufälligerweise und mit diesem Siegel öffnen wir dann jeweils einmal das Portal und können den dunklen Äther betreten. Das ist sozusagen Tierstufe 4. Auf der anderen Seite kriegen wir nochmal einen Abdruck. Hier steht das Ältestensiegel erforderlich. Das heißt, das Ältestensiegel ist praktisch das Siegel in Gold. Auch das finden wir
auf, also das finden wir dann im Aetheris selbst, da finden wir nochmal die goldene Variante und das bringt uns sozusagen in Tierstufe 5, also in die aller schwerste Variante dieses dunklen Äthers. Das zeigen wir im nächsten Video, wie wir da versuchen, Solo zu bestehen. Man merkt so, die Aufgaben werden immer schwerer und schwerer, es wird immer Solo unfreundlicher, aber mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn es bis hierhin geht, dann geht es auch noch weiter als Solo-Spieler. In dem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Wenn ihr Fragen habt, haut's gerne raus. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Hasta luego. Und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.